Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zum letzten Tauch-Vlog aus Ägypten, aus Mazar-Chagra. Mazar-Chagra, ein wirklich sehr, sehr schöner Tauchort, für alle Tauchanfänger wirklich sehr, sehr warm zu empfehlen. Denn erstens, ihr habt wunderschönes Wasser, ihr habt schöne Temperaturen, ihr habt traumhafte Gebiete, traumhafte Tauchplätze, wo man tauchen kann. Man kann zu anspruchsvolleren Tauchplätzen auch mit dem Schlauchboot rausfahren, mit dem Zodiac, mit dem Speedboot. Und ich zeige euch heute hier ein paar Tiere, die es leider nicht in ein einzelnes Video geschafft haben. Wie dieser Blaupunktrochen, von denen gab es wirklich sehr, sehr viele in Ägypten. Und man erkennt sie an den blauen Punkten auf seinem Rücken. An dem Schwanz befinden sich zwei Stacheln, vor denen man sich so ein bisschen in Acht nehmen sollte. Denn diese Tiere, wenn man über sie rüberschwimmen würde, können mit diesen Stacheln wirklich erheblichen Schaden zufügen. Ein großer Vertreter von ihm ist der Stachelrochen, der noch ein bisschen größer wird. Durch den ist damals Steve Irwin leider gestorben. Dann gab es den Tauchplatz Mazar Abu Dabab. Und das war eine riesengroße Seegraswiese, die so ungefähr 8 bis 9 Meter tief war. Und dort gab es wirklich diese riesengroßen Schildkröten, grüne Schildkröten. Und ich schätze mal, dass dieses Tier so 1,60 Meter lang war. Ihr werdet jetzt gleich im Hintergrund einen Taucher sehen, den Jerry. Und Jerry war so ungefähr mein Kaliber, auch circa 2 Meter groß, auch ein bisschen bulliger. Und ihr seht jetzt einfach mal, wie klein der im Verhältnis zu dieser Schildkröte aussieht. Also dieses Tier war, unser Tauchlehrer sagte, über 100 Jahre alt. Die Tiere kommen dorthin, um zu fressen, um dieses Seegras zu verspeisen. Und es gibt noch andere Tiere dort, und zwar ein Dugong, die Seekuh. Leider haben wir die nicht gesehen, weil die wäre nochmal ein bisschen cooler, ein bisschen stylischer gewesen. Unter der Schildkröte, unten links seht ihr es jetzt, befindet sich ein sogenannter Schiffshalter. Das ist eine Fischart, die sich gerne mal bei Walen oder Haien oder eben auch Schildkröten festsaugt und sich durch die Gegend transportieren lässt. Jetzt gleich schwimmt sie hier auf den Rücken. Die werdet ihr sicherlich noch in den ein oder anderen Videos sehen, weil diese Tiere sehr gerne mal mit dabei sind. So, auf jeden Fall, diese Schildkröten waren wirklich enorm groß. Hier auch wieder eine andere. Auf dieser großen Seegraswiese gab es, ich glaube, 6 oder 7 Stück. Und ich habe noch nie so große Schildkröten gesehen, Freunde. Außer mal eine Galapagos-Schildkröte im Zoo. Aber es war wirklich schon, ja, atemberaubend, diese Tiere einfach mal so ganz gemütlich am Meeresgrund fressen zu sehen. Zumal die haben sich auch überhaupt nicht stören lassen. Ganz wichtig, man darf nicht über diese Tiere rüberschwimmen, denn diese Tiere müssen Luft atmen. Und wenn die auftauchen, dann tauchen die auf. Egal, ob ihr über denen seid oder nicht, die rammen euch gnadenlos einfach weg. Denn wenn sie Luft brauchen, ja, dann ist denen egal, wer da im Weg ist. Auf jeden Fall sehr schöne Tiere. Hier seht ihr auch nochmal im Hintergrund einen Taucher. Also die waren wirklich richtig groß. Hätte ich nicht gedacht, dass es so große Tiere dort überhaupt gibt, beziehungsweise so große Schildkröten, abgesehen von der Galapagos-Schildkröte. Und das war schon wirklich beeindruckend. Dann geht es weiter zu den Muränen. Muränen finde ich mit am interessantesten im Meer. Und ich hoffe auch, dass uns jetzt in Curaçao dort einige Muränen erwarten. Hier sehen wir eine grüne Muräne, die circa, ich schätze mal, so 2 Meter lang war. Ich finde diese Tiere einfach faszinierend. Sie haben was Geheimnisvolles, aber auch so ein bisschen was Unheimliches an ihrem Wesen. Ich weiß nicht, ich habe damals Ariel gerne geschaut und von daher bin ich so Muränen gegenüber nicht sehr friedlich gesonnen. Aber es ist wirklich sehr interessant, diese Tiere einfach mal so aus der Nähe zu beobachten, und diese Muräne hat sich durch uns eigentlich nicht großartig stören lassen. Mazar-Chagra war für uns auch sehr besonders, gerade auch für Robert. Er hat nämlich dort seinen ersten Nachttauchgang gehabt und wir haben dort diese Muräne gesehen. Ist eine andere, als die ihr gerade gesehen habt. Ebenfalls so circa 2,5 Meter war das Tier groß. Von der Dicke her, ich würde sagen, wie mein Oberschenkel. Und ihr wisst, da ich nicht gerade der Schmalste bin. Also das ist ein richtiger Brocken, dieses Tier. Und wir haben die halt gesehen, haben die so ein bisschen mit unseren Taschenlampen verfolgt. Gerade das war halt auch nochmal so ein bisschen spooky, so ein bisschen unheimlich, so ein bisschen geheimnisvoll. Wenn man da auf einmal so einen wirklichen Jäger unter Wasser bei Nacht sieht. Bei Nacht ist das Ganze, ist der Körper, der menschliche Geist ist einfach noch so ein bisschen mehr in Alarmbereitschaft, weil es halt noch unheimlicher ist. Weil man halt auch noch unter Wasser in einem fremden Medium ist. Und das war ziemlich, ziemlich spooky, zumal wir diese Muräne so gesehen haben. Wir haben die dann einfach wegziehen lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr euch gerne nochmal den Nachttauchgang anschauen, das Video. Da haben wir halt hier diesen Flötenfisch gesehen. Das ist kein Trompetenfisch. Ich habe nochmal nachgeschaut, das ist ein Flötenfisch.
Ja, dem ich da mal ganz gemütlich weggeblendet habe. Und dann kam die Muräne, die uns dann so heimlich verfolgt hat und hat sich gedacht, hey, den fresse ich jetzt mal. Und sowas beim ersten Nachttauchgang von Robert zu sehen, das war schon beeindruckend. Also Nachttauchgänge, Freunde, war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich geil und ziemlich beeindruckend. Wie gesagt, wenn ihr mehr zu den Nachttauchgängen sehen wollt, auch hier zu dem kleinen Sepia, zu dem kleinen Tintenfisch, dann kann ich euch das Video nochmal wärmstens empfehlen. Von den Tieren, von diesen Sepias, hoffe ich, dass ich noch weitere sehen werde, weil die können, wenn sie ein bisschen größer sind, auch wirklich ziemlich geile Farben annehmen. Und ich finde diese Tiere einfach aufgrund ihrer Schwimmart ziemlich beeindruckend. Ich weiß nicht, keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und hoffe ich, dass wir die auch in Curaçao häufiger sehen werden. Falls ihr euch selber für Ägypten entscheiden solltet, Ägypten ist wunderschön, was so das Riff angeht. Man hat dort jede Menge Fische, jede Menge Fischarten, wunderschöne Riffe, die auch alle intakt sind. Das hier war jetzt Om Khalkhala, auch dazu gab es ein eigenes Video. Und ich habe dort auch etwas gesehen, was ich vorher so noch nicht gesehen habe, und zwar eine rote Anemone. Anemonen sieht man sehr häufig, dort halten sich halt die Anemonenfische auf. Und diese Anemone war in ungefähr 20 Metern Tiefe und die war wirklich in dieser Farbe, in der ihr das hier gerade seht. Dieses Video ist farblich nicht nachbearbeitet worden. Und das sah schon richtig geil aus, wenn man da ankommt und sieht diese leuchtende Koralle. Das war schon wirklich richtig, richtig cool. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Ägyptenreise. Und zwar zum Longimanus. Longimanus oder Weißspitzenhochseehai oder Oceanic Whitehip ist einer der vier gefährlichsten Haie auf der Welt. Es gibt Bullenhaie, Tigerhaie, weiße Haie und dann gibt es diesen Hai. Der Weißspitzenhochseehai ist auf Platz 4 der gefährlichsten Haie für den Menschen, beziehungsweise die viertmeisten Haiangriffe werden durch diesen Hai, ausgeführt oder dokumentiert. Und dieser Hai, den haben wir gesehen am Elphinstone, einem sehr berühmten Tauchplatz in Ägypten, der für die Haie berühmt ist. Und der Hai hat hier in diese Boje gebissen. Das sieht jetzt so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen unspektakulär aus. Für uns war es aber wirklich sehr krass. Unser Tauchlehrer, Wop, hat uns vor dem Tauchgang gebrieft, hey, wir werden am Elphinstone Riff vorbeitauchen, werden dann später im offenen Ozean auf ungefähr 5 Meter Wassertiefe verweilen und dann werden hoffentlich Haie kommen. Und wenn dort Haie sind, alles cool, alles schön, aber irgendwann geht ja die Luft aus. Und wenn ihr dann auftauchen müsst, dann werde ich euch in Zweierteams hochschicken. Ich sage du und du. Und dann meine ich auch, ihr geht direkt aus dem Wasser. Wir befinden uns in 5 Meter Tiefe. Ihr steigt dann sofort auf. Wenn ihr oben an der Oberfläche seid, zieht ihr eure Ausrüstung ab, werft die quasi ins Boot rein. Unser Kapitän hilft euch dabei und ihr guckt dann, dass ihr so schnell wie möglich euren Arsch aus dem Wasser bewegt, weil diese Haie sind gefährlich. Und in dem Moment denkst du, ja gut, alles klar, das wird jetzt so ein klein bisschen Adrenalin geben. Und wenn man sich so im Nachhinein, ihr werdet nachher auch nochmal den Biss des Hais sehen, wenn man sich das im Nachhinein nochmal so anschaut, das ist wirklich richtig, 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 richtig heftig gewesen. Also ich war mir unter Wasser dieser Gefahr nicht wirklich bewusst, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich war vielleicht auch so ein bisschen geflasht. Es war halt cool, dass der Hai da jetzt so in die Boje gebissen hat. Ihr seht jetzt das Ganze auch nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Der Hai hat sich dann hier jetzt ganz gemütlich verabschiedet. Ich wollte euch das nochmal zeigen, damit ihr auch seht, wie der Hai so ein bisschen aus Entfernung aussieht. Und jetzt seht ihr das Ganze aus der Perspektive von dem Taucher, den ihr gerade eben im Bild gesehen habt. Der war halt nochmal um einiges näher dran. Hier kommt der Hai, wie gesagt, ein Weißspitzenhochseehai. Man erkennt den Hai an dieser etwas runderen Rückenflosse mit der weißen Spitze, werdet ihr gleich sehen. Er hat auch, finde ich, einen ganz besonderen Blick drauf, muss ich sagen. Auf jeden Fall, dieser Hai kam halt an und mit der Boje wurde ein bisschen an der Wasseroberfläche geschlagen und der Hai hat halt sein Revier verteidigt und dieser Biss hier war ein Testbiss. Und wenn der Testbiss in ein Bein gehen würde, dann würde er definitiv schon den einen oder anderen ordentlichen Schaden verursachen. Also das ist wirklich beeindruckend. Ich werde euch noch mal ein paar Videos hier drunter verlinken in der Videobeschreibung zu diesem Weißspitzenhochseehai. Ich zeige euch jetzt hier aber erstmal den Biss. Und wenn ihr euch die Presto-Flasche im Hintergrund anschaut, da seht ihr, wie groß dieser Biss überhaupt war. Also der Oberschenkel hätte davon ordentlich Schaden bekommen können. Das war mein Ägypten-Tauch-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.